Leidenschaft, Talente und Fähigkeiten im Unternehmen einsetzen. Das ist das, was Unternehmen erfolgreich macht. Und genau zu dem Thema ist mein nächster Gast, Fahrschulunternehmer, Pizzagastronom, Bauunternehmer, Buchautor. Vor 3 Jahren habe ich schon sein Buch gelesen. Und Unternehmer des Jahres in Thüringen. Genau. Und heute gibt es einen inspirierenden Vortrag zum Thema Erfolg hat, wer Regeln bricht. Wie Leidenschaft Leistung schafft und Menschen über sich hinauswachsen. Begrüßen Sie mit mir auf der Bühne Mike Fischer. Herzlich willkommen. Super. Daniel, vielen Dank. Gerne, Mike. Ja, du weißt ja, das war mir eine Herzensangelegenheit, heute hier zu sein, weil als du mich ungefähr vor einem Jahr angerufen hast und hast gefragt, Mensch, Herr Fischer, damals waren wir noch per Sie, können Sie sich vorstellen, einen Vortrag zu halten? Und da hast du mir das erklärt, was das ist. Und da habe ich spontan gesagt, jawohl, mache ich. Warum? Weißt du es noch? Weil ich ein Riesenfan weiblicher Führungsqualität bin. Das liegt daran, dass seitdem vor 4 Jahren eine Frau sozusagen an die Spitze unseres Unternehmens gekommen ist, sich der Umsatz verdoppelt hat und der Ertrag natürlich auch gestiegen ist. Ne? Also insofern freue ich mich natürlich, heute hier zu sein und ja, ich möchte Sie so ein Stück weit einladen, inspirieren, ein bisschen querdenken. Es soll jetzt kein Fingerzeig, so müsst ihr das machen oder so, sondern es geht darum, in meinem Vortrag zu erzählen, wie eine hierarchiefreie Unternehmenskultur funktionieren kann, in der die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich voller Energie und voller Leidenschaft mit vollem Herzen dabei sind und das Allerbeste, dass die auch noch Spaß dabei haben. Also sozusagen sich am Sonntagabend schon auf Montag freuen. Ja, ist ja meistens immer andersrum, man freut sich ja am Montag immer schon am Freitag. Damit Sie erstmal wissen, mit wem Sie es zu tun haben und wer jetzt heute hier auf der Bühne steht. Mein Name ist Mike Fischer und ich komme aus Gera. Kennt jemand Gera? Das ist in Thüringen. Ne? Und ich habe mich als Einzelunternehmer vor ja, fast 30 Jahren, hatte die Gunst der Stunde genutzt. Die Wende war damals 89 und im März 1990 habe ich mich selbstständig gemacht als Einmann-Fahrschulunternehmer. Und der ein oder andere kann sich vielleicht auch noch erinnern, ich weiß nicht, wie es in Dresden war, aber wir hatten sage und schreibe damals 8 Jahre Wartezeit auf die Führerscheinausbildung in Gera. 8 Jahre. Ja? Und ich habe meine erste Investition, das waren 1000 Mark West, die ich hatte. Und da habe ich war meine erste unternehmerische Investition, ein Trabant 601 Deluxe. Mein erstes Fahrschulauto und meine Mutter damals noch mit mir im Büro, also sie hat die Anmeldung sozusagen noch mit per Hand, nicht mit Computer geschrieben. Und wir hatten sage und schreibe, also ich nenne den liebevoll Horst, den habe ich heute noch in der Garage stehen. Und wir hatten sage und schreibe innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung 4000 Anmeldungen in der Kartei, alle mit der Hand geschrieben. Das war eine Zeit, ich will mal so sagen, da konntest du die Kunden nicht verhindern. Ja? Also das ist heute natürlich anders, also visionäres Denken, was haben andere davon, dass es eigentlich unser Unternehmen gibt, was haben die Mitarbeiter davon, dass es unser Unternehmen gibt, was haben die anderen davon, dass es mich gibt. Über solche Dinge musstest du damals nicht nachdenken. Wir haben einfach nur funktioniert, waren früh die Ersten, haben die Letzten. Und ja, wie gesagt, es war auch eine gute Zeit, ist vorbei. Aber was wir damals schon wussten, und das war ein richtiges Problem, das ist so wie so ein Damoklesschwert, das über uns schwebte, das war die demografische Entwicklung. Also wir kannten ja die Geburtenjahrgänge und 89 sind in Gera noch 1500 Kinder geboren. Dann kam der Mauerfall und 1990 waren es nur noch 530. Also wir wussten eigentlich in 18 Jahren, weil ja die Schüler mit 18 kommen sie dann zu uns, werden uns 3 von 4 Kunden fehlen. Also nicht, weil wir eine schlechte Qualität abliefern, sondern weil die Kunden einfach nicht geboren sind. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ende. Ja? Also wenn du dann so auf diese Zeit zurast, das war so 2009, 2010, demografischer Wandel,
Das sind noch dazu kommen, dass viele aus Gera noch abwandern. Also wir mussten uns da echt was überlegen. Wir brauchten also eine Art Transformation. Wir mussten querdenken. Wir mussten also die Regeln brechen. Und jeder hat so ein Fahrschulunternehmen sofort vor seinem geistigen Auge, ja, wie das aussieht. Wir brauchten also die Transformation von einem regionalen Partner als Fahrschule zu einem nationalen Anbieter. Weil irgendwann wäre natürlich dieses 3-von-4-Kunden-Problem auf uns zugekommen. Und dann ist es meistens so, wenn da nichts passiert, wenn du nichts veränderst im Leben, ja, dann sagst du dir, na, das 1-von-4-Kunden reicht mir ja schon. Ne? Aber das sagen ja alle anderen auch. Und das ist schon ein großes Thema. Und ich habe dann immer so in den 30 Jahren so ein paar Lieblingssprüche von mir, die ich auch gerne mitgeben möchte. Es gibt im Leben, um das zu ändern, dieses 3-von-4-Kunden-Problem, um das zu ändern, gibt es im Leben zwei Sünden. Sünde Nummer 1, sich das zu wünschen, ohne zu handeln. Die kennt ihr. Das sind alles die Leute, die also sagen, ich würde mein Leben gern ändern und ein halbes Jahr später triffst du die wieder. Und was hast du gemacht? Ja, ich würde gern mein Leben so ein bisschen ändern und dies und jenes. Also das ist eine Riesensünde. Und die zweite Sünde, die ich erkannt habe in den 30 Jahren Unternehmertum, zu handeln ohne Herz, ohne Leidenschaft. Alles, was mit der Liebe entsteht, und deswegen freue ich mich, dass wir da heute hier sind, weil ich glaube auch, die Führungskräfte und Unternehmerinnen sind da offener dazu. Ja, und wir brauchen mehr Herz. Und eine Herzensangelegenheit entstand, als einer in unserer Ideenkulturrunde, so nennen wir das bei uns, ich werde noch kurz was dazu sagen, sagen, naja, wenn es jetzt bald 2010 nicht mehr ausreicht, dass wir in Gera genügend Schüler haben, um unsere Familien zu ernähren, was wäre denn, wenn wir die Schüler aus ganz Deutschland nach Gera holen? Also Gera kennt schon niemand, dann auch noch die Fahrschüler von Hamburg, München, Berlin zu uns nach Gera. Das war irgendwie wie verlieben in diese Idee. Ja? Und jetzt kennt ihr die, die immer im Unternehmen sofort sagen, dass das nicht geht. Ja? Und das war bei uns der Verkehrsrechtsexperte, der hat gesagt, es gibt den Paragraph 17 Absatz 3, Fahrerlaubnisverordnung, dann muss der Fahrschüler dort seine praktische Prüfung ablegen, wo er seinen Wohnsitz hat. Also der Berliner muss in Berlin die Prüfung machen, der Hamburger in Hamburg und der Münchner in München. Erfolg hat, wer Regeln bricht. Wenn du dir einmal in eine Sache verliebt bist und sagst, das könnte die Lösung der Probleme sein, muss dazu zahlen, kurz zahlen, 500 in Gera geboren, in ganz Deutschland machen 800.000 jedes Jahr den Führerschein. Da liegt also die Lösung der Probleme schon nah. Also haben wir gesagt, Mensch, was machen wir jetzt, wenn wir das Problem haben mit diesem Wohnsitz? Da haben wir gesagt, was wäre denn, wenn das nicht geht durch diesen Prüfort und Wohnsitz, was wäre, wenn wir den Wohnsitz der Fahrschüler verändern? Wenn wir also den Münchner für eine Zeit lang während der Ausbildung zu Gera Bürger machen und den Hamburger zu Gera, also die war schon verrückt, die Idee, aber mit dieser Idee sind wir zu unserem Bürgermeister gegangen und haben gesagt, hör mal Bürgermeister, was hältst du davon, wenn ab und zu mal ein paar junge Leute zu uns nach Gera kommen und bei uns den Führerschein machen, da hat er gesagt, super Idee, das, was du machen musst, Fischer, bitte geh nochmal zum Einwohnermeldeamt, da gibt es doch ein paar Gesetze, die man einhalten muss, wenn sich jemand ummeldet. Ja? So, und auch bei uns ist also die Behörde sehr flexibel. Ja? Und die Einwohnermeldebehörde hat dann gesagt, ja Fischer, das ist super, also so eine Ummelderei, jemand, der aus Hamburg, München kommt, geht, kostet nicht mal Geld. Das Einzige, was wir brauchen für die GEMA-Rechnung, ist der Briefkasten. Also weil das relativ schnell geht, wenn du dich irgendwo polizeilich ummeldest, hast du innerhalb von 2 Tagen die GEMA-Rechnungen. Ja, das Problem haben wir dann so gelöst. Und dann hatten wir aber noch ein Problem, wenn jemand von uns, wenn jetzt jemand zu uns kommt nach Hamburg, ihr wisst vielleicht, die Führerscheinausbildung dauert so 2-3 Monate, wo schlafen die Schüler? Was essen die Schüler? Ja, wo sind die da? Die können ja da nicht irgendwie auf der Straße sein, so eine klassische Fahrschule, ihr habt es vor eurem geistigen Auge. Also haben wir gesagt, okay, wir müssten also jetzt irgendwie noch so wie so ein Fahrschulinternat bauen, also wo die Leute schlafen und dann auch ein Restaurant und so weiter. Und dann haben wir in Gera, das ist mitten im Zentrum, haben wir so eine alte Hütte gekauft, also die hier, die daneben hat uns schon gehört. Und dann haben wir nochmal ungefähr so eine 750.000 Euro damals investiert, haben die Nachbargrundstücke gleich noch mitgekauft, weil die müssen wir, also Dani hat ja vorhin gesagt, Baubetrieb haben wir, also wir haben das immer selbst sozusagen investiert und auch selbst umgesetzt und haben dann sozusagen das erste deutsche Fahrschulinternat gegründet,
Die Schüler kommen aus ganz Deutschland zu uns, die werden aber abgeholt mit unserem Shuttle-Service. Die werden hier ins Internat, die werden untergebracht, die schlafen dann eine ganze Woche. Also bei uns, wir machen 5 Tage Motorradausbildung, 7 Tage Pkw und 10 Tage Lkw. Ja, also in einer ganz komprimierten Ausbildung bieten wir das an und damit lösen wir dieses Problem der Führerscheinausbildung auf eine ganz andere Art und Weise, als es vielleicht herkömmlich die anderen 10.000 Fahrschulen machen. Wir haben mittlerweile weitere Grundstücke, also das ist hier das Zentrum, hier hinten geht es dann weiter, weil wir haben uns natürlich ein bisschen verbreitert. Wir haben eigentlich ein ganzes Dorf gegründet. Dein Applaus. Danke, vielen Dank. Hat's gefallen. Ja. Dankeschön. Einfach wow. Also ich denke, da war so viel Inspiration dabei, und die wir heute mitnehmen. Und ich habe mich schlau gemacht bei der Nancy, was du magst, womit man dir eine Freude machen kann. Und sie sagte, Grillen, Weißwein und Schokolade ohne Alkohol. Ja, sehr gut. Magst du? Ja, sehr schön. Und da habe ich gesagt, für Grillen ist jetzt vielleicht die falsche Zeit, eher das auf den Grill legen kann, ist es nicht mehr genießbar. Deswegen ein Weißwein vom Weingut Mariaberg. Dankeschön. Zum Genießen. Sehr schön. Und Schokolade ohne Alkohol. Sehr schön. Für neue Ideen zur Entspannung. Lass danke dir. Dankeschön. Danke, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.